Jo, Montagmorgen wieder. Schon wieder. Ich will aber nochmal frei haben. Du willst nochmal frei haben. Manuk will nochmal frei haben. Wir haben schon wieder Aber Montagmorgen. Donnerstag ist frei und Freitag auch. Wieso, was ist denn da? Donnerstag ist Vatertag und Freitag ist die Schule aus. Wieso ist Freitag die Schule aus? Schulfrei. Wieso? Ausfällt. Ach so, weil Donnerstag ja für eh frei ist. Okay. Ja furchtbar, die kann man da hängt sich dauernd auf, das ist unglaublich. Wir fahren jetzt mal los. Zur Schule. Kann doch nicht wahr sein, ey, dass sie dauernd jetzt schon zum dritten Mal heute abgestürzt. Gestern überhitzt, heute abgestürzt einmal. Gut, wir fangen mal an. Klatsch. Keine Panik auf der Titanic. Mackenzie bleibt Mackenzie. Neurath. Eigentlich ist es Neurath. Aber keine Ahnung, was ist kaputt. Diese auseinanderbauen, nee, doch nicht. Man kann es nur zerstören. Nein, nein, ist es. Nein, nein, alles. Ich weiß es nicht. Jetzt das. Zweimal fest. So, jetzt müssen wir mal einen Steuersatz einstellen, weil der ist einfach zu fest, ne? Okay. Der Lenker wird zum ersten Mal hier eingestellt. Wie gesagt, das Ding ist neu. Merkt man auch, das ist alles frisch und knackig noch. Ist halt neu. Aber es hält halt nicht lange so Rad. Das Schlimme an so einem Rad ist eben die Qualität, die von Anfang an sehr, also überhaupt nicht auf langlebig gemacht ist. Das ist ganz simpel. Das ist eine ganz simple Sache. Und deswegen kosten die Räder am Anfang auch nicht so viel. Und man zieht immer so ein Rad. Außer man hat so ein bisschen Qualitätsbewusstsein oder hat das erkannt, woran es liegt, dass es zu günstig ist. Dann würde man aber immer so ein Rad vorziehen. Wenn man sagen, ja, so, wieso soll ich denn jetzt kaufen, was ein Tausender mehr kostet? Ja? 1.000 Euro mehr für das gleiche Rad, was optisch gleich aussieht. Wieso sollte ich das tun? Muss man ja auch nicht. Man reicht ja, wenn man die Erfahrung dann irgendwann selber macht. Und dann erkennt und beim zweiten Mal alles richtig macht. Das wäre cool. Wolfgang steht vor der Tür. Klopft. Nachrichten. Holen wir uns ab. Also wie gesagt, man muss nicht teuer kaufen. Die Ohrbus ist da. Ja, hab ich mir gedacht. Und? Ich hätte alles schöner. Steht nur in meine Wahl, den ganzen Tag der Zeit. Kann man sich nicht schönreden? Naja. Hat's was gebracht? Ach. Hier nicht. Alle Parteien schlecht abgestimmt. Sind doch viele ja nicht hinterher, wenn du überlegst. Ja, ja, keiner groß hier in Berlin. Wenn du das hört, hast, ja, keiner groß weniger. Das ist aber die Kollegin. Nochmal.
Ein Rechtsanwalt, die Tochter mit Mehl, die ja. Große. Ja. Die haben sie auch den Tag. Ja, das Neue haben sie, das ist ja schon eine Weile her. Na ja, die hat sie Geburtstag gekriegt von ihrer. Ja, aber hat sie jede Woche gehabt? Ja, jede Woche habe ich schon. War geklaut. Es sieht laut. Autofahrer müssen bald 4 Euro pro Stunde fürs Parken blechen. Wenn hier die Straße passt, heute parken, kommt es da wunderbar. Das will ich mal stehen, was weiß ich mal, ja. Wenn ich 4, 5 Stunden parken. Ist ja gut, aber Anwohner kriegen dann Vignetten, ne? Na ja. Jetzt sagst du? Ja, die hat um den Arsch in der Hose. Ach du liebe Zeit. Wolf, ja. Wenn du nur so die enge Hose an hast oder die Elastikshose hast. Das findest du gut. Naja, da kommt doch auch die Leute nicht. Wenn da so eine fette Dicke hat, die dann hat, alles schon, wenn die Hose mal platzt, naja, wenn die Schiene so total stehen. So, was ist das? Neukölln, am Samstagabend 18.30 Uhr kam jetzt Siegfried Aufhäuser Platz zum Crash zwischen einem Rettungswagen und einem Carsharing-Auto. Das ist ein Auftrag. Naja, Gott sei Dank. Der erste Auftrag ist da. Dann haben wir ja nichts, wa? Der Salon war tot. Ja. Ach, das war alles. Die letzte Woche war nicht schön. Nee. Dann fange ich mach mal los. Machen. Mann, trotzdem baut man denn ewig rum an so einem Rad. Das ist doch nervig eigentlich. Macht doch keinen Spaß auch. Mein Rücken, ey, der bringt mich um. Hallo? Moin. Grüß dich. Bräuchte. Alles klar bei dir? Ja. Ich hab ein kleines Mini-Problem. Ist nur 50 Meter entfernt von hier. Ja. Ich putze Carstens Auto professionell. Und ich bin an irgendeinen Knopf gekommen und da blinkt ein rotes Licht, das ich nicht mehr auskriege. Und das stresst mich ungemein. Und ich habe gar keine Ahnung von Autos, nur vom Putzen. Ja, und wo ist Carsten? Wo ist Carsten? Ja, Carsten ist unterwegs. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du hast einen Führerschein. Ich habe ja nicht mal einen Führerschein. Ob du so liebenswürdig bist. Nicht, dass da irgendwie die Batterie ausgeht und... Und ich will auch nicht auf irgendeinen Knopf drücken unbedingt. Und ich habe jetzt alles geguckt und eigentlich versucht und es nicht geschafft. Und jetzt habe ich gedacht, ich komme mal zu dir. Was ist denn das für ein Knopf? Es blinkt ein kleines rotes Licht. Ich krieg's nicht aus. Das ist unfassbar. Okay. Ja, komm, gucken wir mal. Ey, super cool. Blinkende rote Lichter. Außer durch den Kopf. In am Armaturenbrett. Mann, war die Alarmleuchte, die natürlich nach einer Weile angeht, wenn man dann den Schlüssel rauszieht. Okay. Gut. Stell die Schaltung ein. Und dann überlege ich mir das nochmal mit dem. Was ist denn? Na super, ey.
okay, also das ist eine Schaltung, die man ja nicht präzise einstellen kann. Das wusste ich hier nicht. So, wir machen so. Der braucht aber mehr Schnur, ist ein Ding, ey. Der darf gar nicht gespannt sein. Wahnsinn, echt durchfällt. So, man hängt ein Stück aus. Niemals! Okay, nochmal. Okay, weg damit. Nicht drauf gucken. 80 Euro. Ohne Garantie. Was kostet so ein Rad neu? Kein Bock. Weg damit. Völlig egal, was es kostet. Es ist zu viel. Es ist wirklich egal. Dieses Rad ist eine Katastrophe. So, nur 80 Euro sehen die Leute jetzt, wenn sie oben vorbeilaufen, gucken drin, sehen nur 80 Euro. Boom, sind sie erstmal da. Das ist mein Kundenstopper heute. Es regnet nämlich gerade draußen, ich kann nicht rausbringen. Deswegen mache ich das hier so. Ich glaube, das reicht schon. So schlecht ist es denn für 80 Euro. Wenn ich jetzt kein Fahrrad hätte und ein Fahrrad brauchen würde für 2 Monate in Berlin, kaufe ich das Ding. Bei 2 Monaten hält er durch. Da wollte ich mir keine Platte machen. 3 Monate müsste ich mir eine Platte machen. Nee, natürlich auch nicht. Aber ein Jahr hält das schon. So, gut. Nächste, jetzt haben wir einen Auftrag. Einen bezahlten Auftrag. Bremsbelag. Schaut mal hier. Da ist nichts mehr. Ich fahre ohne Bremse hin und her. Okay, wir fangen an. Bremsbelag hier unten wechseln. Da. Da ist nichts mehr drauf. Ja, wie man sieht, da ist nichts. Da ist nichts. Schraube ich jetzt ab. Fertig. Tada. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Jo, erledigt. Next. Eieiei, so. Ich fange schon mal an vorzubereiten. Die Ware ist bestellt. Das steht drauf 28. Die sehen aus wie 32er. Und die habe ich bestellt. Gut. Fertig vorbereitet. Ja, natürlich. Da müssen wir die Schläuche noch raus. Schaut mal, ich habe mal Aufkleber entdeckt auf dem Mackenzie. Das sagt alles. Go, German Quality. Say goodbye, German Quality. Go away, German Quality. Ja, Mackenzie, ich zieh die Aufkleber ab. Sonst müsste ich mal schämen. Hier.
Das geht natürlich alles noch ab, weil das ist, wie gesagt, das ist ja flammneu, das Rad eigentlich. Das hat nur ein bisschen eingestopft vom Keller. Keller stehen und so. Good German Quality. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und verkauft das jetzt als Cannondale. Ist ja wohl klar. Für 500. Auch klar. Ich mach mal Probefahrt mit dem Ding. Sieht viel besser aus ohne Aufkleber. Ja, erstmal kein Fehler. Boah, ist auch nicht wirklich Werbung. Die müssen wir ohne Aufkleber, diese. MTB2. Tada! Kann man ja sauber machen hier. Kriminelle Elemente laufen draußen rum. Unglaublich. Ja, da sind draußen ein paar Leute, die laufen da rum, die checken die Räder ab. Da habe ich sie dabei erwischt, da wollten sie hier ein Schloss mitnehmen anscheinend. Oder ein Mietrad. Da habe ich sie so ein bisschen erwischt, so halb. So quasi, wie er gerade so davor stand und so überlegt hat. Ich habe sie genau gesehen. Nehme ich's oder nehme ich's nicht? Und er sieht mich dann hier um die Ecke kommen, weil ich sage, hallo. Und er sagt, ach, hallo. Alles okay? Ich sage, ja, bei dir? Und dann ist er entspannt weitergelaufen. Hat gespielt entspannt. Die stehen dann so vor den Fahrrädern und tun so, als würden sie sich eine Zigarette drehen. Unglaublich, was hier abgeht. Oh, Mensch. Was zur Hölle ist los mit der Kamera? Jetzt hat sie sich schon wieder aufgehangen. Und zwar mitten in der Aufnahme. Ey, ich bin nur am Hin- und Herschicken und Zurückgeben von so Sachen. Ich hab doch nur diese wenigen Tage, wo ich irgendwie was machen kann. Das ist mein Problem. Ich kann nicht dauernd zu Öffnungszeiten irgendwo hingehen. Das ist ein echtes Problem. Ich brauche Material, was funktioniert. Ich brauche eine Kamera, die funktioniert. GoPro ist offensichtlich echt der letzte Husten, aber ey, gibt's da ja nicht. Kann doch nicht alle so kaputt gehen von denen. Wieder Fehlkauf. Ich weiß nicht, die 5er ein Fehlkauf, das Ding ein Fehlkauf. Kriegt die Krise langsam. Die 2er war top. Ja, ja bitte. Hi-ho-pei. Sag da. Wie viel? Ich hab keine Zeit. 2,17, 78. Was passiert da? Sich irgendwie total falsch an. Hast du recht? 70. 70, 78, ja. 2,70. Ja, ist ja gut. Mann. Ich bin ja meine Euro da schon raus. Mann, ey. Wir haben ja mir viel. Ja. Nun, weine nicht. Na klar. Hey. Okay.
Dank. Adieu. Union. Eine schöne Woche noch. Ja, vielen Dank. Mein neues Schloss ist gekommen. Das werde ich jetzt selber benutzen hier. Deswegen habe ich mir das mal geholt. So ein Aus Mini-Bügel. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich. Er macht ja schon Spaß, unterwegs zu sein. Aber ey, mein Rücken tut mir wie Sau. Ich weiß nicht, ich kann mir so verlegen. Irgendwie macht sich das bewegen. Fällt einem das Bewegen schwer, ey. Man merkt echt, man ist nicht mehr jung, nur. Ich weiß, ich bin auch noch nicht alt, aber es gibt immer Ältere. Hört man selber. Eben den ganzen Tag hier stehen, Trepp auf, Trepp ab. Das ist nicht so doll. So, 4 Schlüssel, meine Güte. 4 Schlüssel sind dabei bei dem Abus U Mini 40 130 HB 140. Keine Ahnung, was das heißt. Das soll so ein Fahrradkurier, Schloss, Dingsbums Teil sein. Ich kenne die eigentlich noch schmaler, dass sie ja nicht so breit sind. So ist das, was man gerne als Kurier benutzt. Was eigentlich noch ein Ticken schmaler ist. Oder schmaler? Oder ist das ein Ticken? Nee. Ich glaube, die sind so heiß, nicht so voluminös. Sieht einfach nur so aus, wenn der zu dick ist. Jo, ja, geil. Ich freue mich. Das ist jetzt mein privates, persönliches, mein Tommy-Schloss. Und wenn ich da Bock habe zu fahren, schnappe ich mir das Ding und düse damit los. Ganz simpel. Geschichten. Ja. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Dass die Klappe macht man jetzt schon irre. Ja, wenn man das dann hier irgendwo dran hat oder irgendwo drin hat, hier hinten in der Tasche oder so, ist das halt cool. Aber so am Fahrrad dran, im Haltebügel, ey. Das würde mich irre machen. Das geht gar nicht. Da müssen sie endlich mal was erfinden. Irgendwas mal hinkriegen. Irgendwas, damit das nicht klappert bei der Fahrt. Die Dinger. Gut, wir machen das. Also das soll immer hier so halten. Natürlich nur bei Rennrädern, Sporträdern. Schaut mal hier. Gedacht ist es hierfür. Dass man Vorderrahmen und Rahmen. Vorderrad und Rahmen miteinander sichern kann. Klappt bei dem Rahmen zum Beispiel schon nicht mehr. Das ist ein Aluminiumrahmen. Der ist halt dick, ne? Ja, weiß ich nicht. Bei dem klappt zum Beispiel nicht. Hinterrad und Rahmen klappt. Ja, Abus Mini-Bügel. Hinterradrahmen. Wunderbar. Muss man also jetzt das Rad anheben, um es wegzutragen. Als Dieb. So, andererseits würde ich immer Rahmen und einen festen Punkt anschließen. Ja. Ich würde immer den Rahmen und einen festen Punkt anschließen. Weil dann hast du echt genug Platz hier. Das reicht für alle möglichen Bügel. Jetzt kommt die Mutti. Assi Mutti, sag ich doch. Hallo Mutti. Du wolltest doch mal so genannt werden. Mutti. Weiß ich. Das Gegenteil ist der Fall. Ich wollte nicht so genannt werden. Ich mich hoch für mich jetzt. Les Miserables. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wie geht's denn? Ja, ich meine, ob du dann. Na, ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, die stürzt dauernd ab, ey. Um 18 Uhr müssen wir halt Egos fahren. Stürzt dauernd ab, mitten in der Aufnahme bricht sie ab auf einmal. Klack, bleibt sie stehen. Ey, das ist doch beschissen. Was ist denn das? Für 400 Euro. Ja, aber dann musst du einen Zettel machen, ich weiß davon ja auch nichts. Hab ich dir schon gesagt? Naja, aber ich weiß doch nichts, wenn ich... Naja, dann machen wir dann morgen... Achso, jetzt müssen ja die Kinder irgendwie zu Hause haben.
so. Never ending story. Oder machst du schon vormittags zu? Ja. Da musst du mir sagen, was ich mache. Bist du McMillionär? Nee. Was ist denn die? Na gut, nachmittags sind die Kinder da, muss ich die abholen. Was? Um 6 kommt Bianca. Guck mal. So kann das nicht funktionieren. Mann, ey. Ist doch logisch, dass es nicht läuft. Dann hat Sadi Anfälle gehabt, weil sie sich nicht anziehen wollte. Oh Mann, wir müssen, Fakt ist, wir müssen hier die Kamera da hinbringen. Das kann ja sein, sie hängt sich dauernd auf und jetzt funktioniert sie natürlich wieder gerade mal. Ja, ist gut. Ja, ist geguckt, ob sie eine Macke hat. Der andere auch auf jeden Fall. Ja, ich habe den Marco ja gefragt, aus den Hamburger da, mit seiner ist. Er meinte, er hat das auch schon öfter gehabt, dass er den Akku ziehen muss und so. Und er kennt das von irgendjemand anders, einem anderen YouTuber auch, irgendwie. Oder was? Der das Ding umgetauscht hatte. So, das ist der letzte Akte hier an dem Rad, aber da muss genug sein. Dann muss es endlich okay sein. Sagen wir mal so. Ja. Oh. Ein Törtchen. Mensch, schön, dass du doch noch vorbeikommst zu mir. Oh. Oh. Mir tut alles so weh. Mein Rücken ist nicht gut. Ich wünschte, ich wäre jung. Ey, so blöd, wie sich das anhört. Aber echt. So, doch mal so. Sein. Bei mir ist es 18. Alle sagen ja immer, ich will nie wieder 18 sein, nie wieder dieses Alter. Bei mir, ich will 18 sein. Manchmal vom körperlichen her. Das war so geil. Wieso? Was denn sonst? Von was denn sonst? Noch nicht. Vom Kopf. Das soll die alle nehmen. Ja. Willst du eine wohin damit? Ich kann das, ich habe hier keine Ahnung. Ich hätte für dich geholt. Da war auch. Nee. Ei. Hast du mitbekommen? Ah, die Kollegen von vorn waren wieder da. Die wollten Rad klauen. Na hey, Kollegen, Diebe. Wir klauen noch nicht, wir klauen keine Räder, Mann, was sagst du? Von gestern, vorgestern? Nee, von vorhin. Vorhin waren schon mal welche da, hab ich schon gesagt. Jetzt waren sie wieder da, jetzt musste ich hinlaufen. Bei Wolfgang vom Haus, oder jetzt davor so. Haben sie jetzt gestanden, haben sich vorhin Rad ausgeguckt, das hab ich schon gesehen. Da haben sie schon vorhin schon so im Radstab. Aber ich hab sie halt beobachtet, dann sind sie weitergelaufen. Jetzt kamen sie zurück. Jetzt bin ich ja durch Zufall nach oben, ansonsten wäre das Rad weg gewesen. Ja, sind Schloss. Haben sie das Rad genommen, offensichtlich so, und so gedreht, dass das Schloss aufgeht. Immer geknebelt so. Das war schon ganz offen. Und dann hat er gesehen, dass ich aber oben stand, hat er aufgehört und hing nur so über dem Ding, über diesem komischen Anschließe-Haltebübel da. Hing er so drüber. Und dann bin ich hingegangen. Dann habe ich gesagt, ich muss doch mal kurz hingehen. Bin hingegangen zu ihm und habe ihm eine Ansage gemacht. Ich habe gesagt, ey, tut mir gefallen, wird auf hier, klaut hier keine Räder, Mann. Das geht nicht. So, wir sind alle froh, wenn wir unsere Räder behalten können. Ja, wir klauen noch keine Räder, Mann. Was sagst du? Wir laufen hier nur ganz normal, wir sind obdachlos. Ja, komm, lauf.
Das interessiert mich halt nicht. Wir wollen unsere Räder behalten, ganz einfach. Was willst du denn sagen? Das ist schön jetzt, immer rumgedreht auf alle Fälle. Wahrscheinlich wollen sie nochmal drehen, dann knackt das halt. So, ja, mir ja auch. Deswegen habe ich vorhin hier auch schon eine Ansage gemacht. In dem Fall, ich spreche die Leute öfter mal an. Ja, aber ich habe so vor hab aber auch mal den angequatscht, der von seiner Tochter das Rad hier, weißt du noch? Da habe ich auch gesagt, naja gut, nicht tun, gut. Ja, wusste ich gar nicht, ja, dass du der Vater ja, bist. Ja, als der da mit den Schraubenzieher, das ist doch nicht dein Fahrrad. Nicht Schraubenzieher. Das ist mein Fahrrad. Schere. Schere, hat sich ja die ganzen Hände aufgeschnitten. Ja, wie gesagt, das... Ja. Aber da muss man auch aufpassen. Ja, aber soll ich das zulassen? Nee, da muss ich eingreifen, tut mir leid. Bitte. Guck mal, wie das aussieht schon. Das haben die schon gemacht, oder? Ja, hier. Siehst du? Ach, ist die Kette schon kaputt oder was? Hier ist sie ja schon kaputt. Ist ja gar nichts mehr. Ja. Moin. Ich film das halt jetzt. Ja, guck mal hier, guck hier, wie sie es kaputt gemacht haben. Also genau so, wie ich es sagte. Wow. Idioten, ey. Vielleicht solltest du machen, wie sie sagt, ein Schloss drauf machen und sagen, beim Laden melden. Ich glaube, es ist besser, sicherer für dich. Wow. Was waren die da? Wir klauen keine Räder. Wir klauen keine Räder. Hier ist. Wow. Verbogen. Ist gebrochen durch das Knebeln. Unglaublich. 3 Wochen oder bis diese Datum? Ja. Ja. Melden Sie sich bis diese Datum, sonst nehme ich die Schloss raus. Etwas so, ne? Dass du nicht ja, ewig dann deine Schlösser drauf hast. Einen Zettel würde ich machen, ja. Ja. Na? Na sicher muss ich es auf alle Fälle. Machst du den Schloss noch dran und dann machst du... Und ja, bitte melden Sie sich bis zum, sonst nehme ich meine Schlösser raus und für Ihre Fahrradschutz. Super. Alles gut. Ja, dann mache ich mal, siehst du, dann war ja rechtzeitig, komm, ist rechtzeitig gekommen. Ich hätte es nur noch durchgeschnitten und wäre dann weggewischt. Alter Schwede, haben die den Rahmen kaputt gemacht, ey. Ärgerlich. Ja. Das Stück, guck mal. Ja, guck dir das mal an, ey. Also man denkt immer, das ist so fest, ne? Ja. Ja, denkt man. Ja. Aber das ist beim Verdrehen halt kaputt gegangen. Tatsächlich. Der Rahmen allerdings auch. Das ist ja das. Ist das ein gutes Rad? Das ist nicht ganz schrottig. 500-600 Euro halt, ne? Tut weh. Tut weh, wenn es weg ist. So. Anti-Diebstahl-Quote wieder hier oben. So, ich schließe mal an. So, der Besitzer hat es abgeholt jetzt gerade. Mann, ey. Ah. Hör auf, ey. Hör auf. Tja, ein Rad gerettet in der Straße. Was soll's, egal, der normale Alltag hier war. Okay, fertig. Das ist fertig, das kann wieder raus auf die Straße. Schnauze voll hier. Sehr gut, alles klar. Wieder ein Rad fertig. Mann, erlebt hier jeden Tag was. Unglaublich. Doch ja nicht so langweilig hier. Mabike.
I want to ride my bike. Back, back. Okay, danke. Bitte, bitte. Ja, ciao. Ciao, ciao. Tommy. Hallo. Herzlichen Glückwunsch zum 1100. Abonnenten. Hallo. Hallo. Jetzt holen die gerade Sachen ab und ich wollte was bringen. So Geschenke. Mal gucken. Ich zieh weg. Ich muss die Stadt verlassen. Wieso? Wieso? Hast du gesucht oder was? Oder gesucht? Nee, ich habe einen anderen Job. Okay. Da, wo ich hingehe, kann ich meine ganzen Fahrradsachen nicht mitnehmen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich tue mich auch mal schwer mit wegschmeißen. Furchtbar, wa? Vielleicht zum Beispiel diese Werkstattlampe. Also ich würde jetzt alles schenken. Also ich stehe mitten auf der Gasse mit meinem Lieferwagen. Möchtest du das haben? Ja, ich nehme es da. Super. Erstmal nehme ich es gerne. Aha. Gerne ab. Prima, dann muss ich es nicht wegschmeißen. Nee, bitte nicht. Was haben wir denn hier für schöne Sachen geschenkt bekommen heute? Ja, ja, der Tommy hat so viel. Tretlagerabzieher. Was für ein Werkzeug. Reifenweber. Kosten nur alle Geld, die Dinger. Wahnsinn! Zeig neue Reifenweber hier. So, hier machen wir Licht gleich. Haben wir denn hier einen XT-Hebel, Schalthebel auch noch? Mensch, danke, danke, danke. Ich möchte mich nochmal bedanken dafür. Disc Brakes, Bremsscheiben, Adapter. Ja, den habe ich auch geschenkt bekommen. Schon genial. Wieler. Drehtager schick. Der knackt und knarzt ihm immer so. Das wird trocken sein, einfach mit der Zeit. Schauen wir uns das mal an. Kaputt ist es auf keinen Fall. Das ganze Rad ist total wenig gefahren. Wird nämlich erst jetzt gefahren. Davor war es nahezu neu. Jetzt wird es gerade mal so ein bisschen tot gefahren. Wahrscheinlich hat die, bevor es jetzt angefangen wurde wieder zu fahren, hat keiner irgendwie nach Fett geschaut. Und geil wäre jetzt hier eine Öffnung dran, das würde schon reichen, man würde einfach nachpressen und dann wäre gut, ey. Das ist aber auch nicht schlimm, der kann ruhig locker sein hier. Irgendwie kommt mir so vor, als wäre der Ausschnitt kleiner von der Kamera. Jo, ich schraube aus. Na, läuft doch super im Fett, also wirklich. Perfekte Schmierung. Perfekt, perfekt, perfekt. So, ich mache trotzdem natürlich noch richtig viel Fett drauf. So richtig viel, so richtig, richtig, richtig viel. Letztens haben wir hier den
hinteren Reifen gewechselt, also nicht Reifen, sondern das hintere Aufrad. Man muss halt immer wieder nachpumpen. Ich meine, einmal in der Woche hier rangehen und das einmal so sauber machen. Warum? Allein wegen deiner Existenz oder warum? Ja, nicht weil ich den Kinderfächen Eis essen. Gut, ich werde jetzt Probefahrt machen mit dem Rad hier. Das ist ja auch fertig jetzt. Guck mal, jetzt ist es wenigstens mal aufgepumpt wieder. Probefahrt habe ich gemacht. Oh Gottes Willen, über Kopfsteinpflaster ist das ja ein Graus, weil hinten das Schutzblech so klappert. Das muss sofort behoben werden, das geht überhaupt nicht bei mir. Das ist mal ein Pack, das ist fest. Das ist auch fest. Jo, na denn, was machen wir als nächstes? Christian, ja, kann man hier auf die Ecke stellen. Wunderbar, kann man Kippen machen. Das ist mal Geld. Ich weiß nicht bezahlen. Hä? Oh, wir holen, gehen jetzt mit dem Reis. Geil. Petras, die sind richtig teuer. Ja. Ein Geschenk bekommen vom YouTube-Fan. Geschenk oder was? Nee. Vorbei war. Jetzt zieht er weg aus Berlin. Dann braucht er das nicht mehr, ob ich den brauchen kann. Hey, Nuki Nuxta. Ich hab schon mein Auge verschwinden lassen. Decathlon. Decathlon. Mitkommen, gibt wieder was zu meckern. Der Tommy. Der Tommy meckert wieder. Decathlon-Rad. Nummer 1587. Kreuz. Dr. Girl 500. Der Dr. Girl 500 hat einen riesen Produktionsfehler. Und zwar die Bremsen. Ja. Kakerlacke. Hier ist nämlich die Bremse rausgerissen, als sie mal benötigt wurde. Schaut mal, wie weich das Material ist. Alles verbogen hier. Jetzt werden hier vernünftige Bremsen angebaut. Ganz anders. Ist das Mann? Ja. Jo, schaut mal, die Ohren bremsen. Der Peugeot ist echt schön. Aber was nützt das, was? Seid ihr denn schon wieder 14 Minuten um? Oh, ich krieg die Krise, Alter. Oh, ich krieg die Krise.
schon gleich 19 Uhr, nee, 20 Uhr gleich. Mein Gott, wie viel habe ich denn jetzt noch? Also hier, tada! Marlies muss mir unbedingt einen Entschuldigungszettel für morgen schreiben, weil morgen ist ja Jani offen so lange. Morgen ist nämlich, wir hoffen mal, das klappt alle. Marlies meint, sie hat ein bisschen Schmerzen im Bauch, nicht das. Sie hat ja schon ein paar Kinder bekommen, sie weiß schon, wie sich das anfühlt. Sie meint, es könnte durchaus sein, dass das losgeht jetzt langsam. Ich bin da irgendwie überhaupt nicht aufgeregt. Das ist ganz komisch. Nicht, dass jetzt alle denken, was mit dem los? Ja, hat ja überhaupt kein Verständnis. Für seine Frau. Doch, habe ich, aber die wissen schon ganz genau, was, wie und wo. Na. Morgen ist auf alle Fälle Elternversammlung. Die erste Elternversammlung von Lumen in der Schule. Und da muss ich hin. Das geht nicht anders. Gut, das ist auf alle Fälle der Rahmen. Dann würde ich mal sagen, überlegt ihr das? 54? Hallo? Ja. Ja, bitte. Feierabend. Gute Nacht. Ich gehe jetzt schneiden. Es geht jetzt weiter. Also ich mach's kurz. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr Bock habt, Daumen hoch. Wenn ihr keinen Bock habt, wenn ihr scheiße fandet, Daumen runter. Auch egal. Kommentieren auf alle Fälle. Seid mal ein bisschen... Na, komm, ein bisschen kommentieren. Das wäre sehr, sehr, sehr nett. Nicht nachlassen. Und wer Bock hat, uns zu unterstützen oder so, ja, mit den Sachen, ich meine, heute konnten wir immerhin, da konnte ich wieder mal einen Diebstahl verhindern, einen Fahrraddiebstahl. Das ist ja auch nicht so schlecht, dass man hier den ganzen Tag auf der Straße rumhängt, hat der Tag heute wenigstens für einen guten Ausgang gehabt hier, ne? Da konnten wir jetzt einen Diebstahl verhindern, immerhin, ja. Also, wer Bock hat, uns zu unterstützen, der macht das einfach durch eine kleine Spende oder durch was weiß ich was. Ach, sehr ruhig. Gute Nacht.